Hallo und willkommen zu meinem Monkey Island 3 Let's Play The Curse of Monkey Island. Da ich ja mit der Dick jetzt fertig bin, habe ich mich für Monkey Island 3 einfach mal spontan entschieden, dass ich das jetzt Let's Playe. Ich kenne das Spiel schon, deswegen werden wir auch die schwierigere Variante spielen. Mal sehen, wie es bei euch ankommt. Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, würde ich möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Vielleicht ein paar Bananen. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, auf diesem Ozean zu verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein einziges Mal wiederzusehen? Bin ich...
Wie oft muss ich es dir noch sagen, LeChuck? Du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut, du wirst lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Pfeif auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, LeChuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Ah, wie romantisch. Chef, ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Guybrush? Guybrush Threepwood, bei meinen feurigen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Ah, das Schätzchen hat Courage. Bringt ihn unter Deck. Ich kümmere mich später um ihn. Mach die Beiboote los. Und macht unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! So, ich spreng euch in die Luft, schon? Ihr miesen Hunde! Und zwar ist bei Monkey Island 3 sein neues Team. Im Gegensatz zu 1 und 2. Ihr werdet den Tag noch verwünschen! Sie versuchen an die Story vom 2. anzuknüpfen mit diesem. Hinfort, ihr Mistkerle! Auf dem Wasser. Zeit zu am sterben! Ende war man ja in diesem. Ja, Mann, das war ein bisschen verwirrendes Ende vom 2. Aber naja, gut. Starten wir doch gleich mal durch und schauen uns hier ein bisschen an. Eure Mütter ziehen euch an wie Weiber! Ach ja, so ging das, genau. Schöne Kanonenkugeln. Nehm dies! Nein. Sie sind zu schwer zum Tragen. Mal sehen, wie euch das hier gefällt. Ladestock. Schauen wir uns mal an. Sieht wie ein Ladestock für die Kanone aus. Wie alles in seiner Hose passt, ist auch beeindruckend. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Geh aus dem Weg! Ich kann die Kanone nicht abfeuern, wenn du dort stehst! Ja, was haben wir denn hier? Ich lege eure Festung in Schutt und Asche! Es ist das Halteseil für die Kanone. Hier sind Seile. Ich... Das ist ein altes, kurzes, durchgescheuertes Seil. Es hat sich in all den Trümmern verheddert. Ich kann es nicht aufheben. Sie sieht ziemlich stabil aus. Hey, es ist eine der neuen selbstnachladenden Kanonen, von denen ich so viel gehört habe. Ihr in der Festung! Ach, euer Ende genau. Ist nahe! Ja, genau.
Gut, reden wir. Dann gucken wir uns erstmal an. Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Übernehmen ihn. Wenn ich ihn aufrege, erschießt er mich vielleicht. Reden wir mal mit ihm. Bleib da! Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Ich bin der böse Pirat Blutnase. Der gemeinste Unhold, der jemals unter dem Banner des Todes gesegelt ist. Ich kau dir deine Nase ab, kaum dass ich dich gesehen habe. Oh, wenn sie die Nase abkauen. Kann ich mir deine Kanone mal eine Sekunde leihen? Nein, du intriganter Strolch! Du räudiger Spötter! Du dampfender Auflauf! Hey, warte mal! Du bist kein Pirat! Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood! Oh, sowas! Hallo, Mr. Wood! Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Okay, wir haben das Falsche gesagt. Wir hätten ihn erst nach den anderen Sachen. Wir fangen diesmal von oben an. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klar gemacht. Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen, ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte, ihr fauler Abschaum! Zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen! Erzähl mir von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdreschen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Okay. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien. Einen pro Monat. Gibst so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Streck den Mann nieder! Ich brech dir die Knochen! Lorat will einen Cracker! All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden! Lorat will einen Cracker. Ja, damit kriegst du mehr Respekt als mit allen anderen Sprüchen vorher. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Mhm. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Gut. Ja, also ich werde noch mal sehen, wie viel ich denn nachher zusammenbringe, wenn es dann anfängt, schwieriger zu werden. Ich kann mir nur an einiges erinnern, aber nicht an alles. Dann rätseln wir halt. Ansonsten wird das ein etwas kürzeres Let's Play, weil ich ja schon öfter durchgespielt habe, das Spiel früher. Mal sehen, wie viel hängen geblieben ist.